Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Orpha und ich möchte jetzt mit dir gemeinsam ein Orakelkarten-Reading abhalten für das Tierkreiszeichen des Steinbocks. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt. So, als erstes holen wir uns mal eine Überschrift, beziehungsweise eine Grundende. Ui, die kommt ja richtig schnell raus. Okay, ich kann auch den Satz noch nicht mal beenden, da ist sie schon rausgeflogen. Oh, der Alchemist hier auf der Unterseite, schon mal sehr schön. Oh, Star-Climber. Und, was ist denn das? Ja, passend zur Symbolik, ich habe mir das gerade mal übersetzt, weil ich ja auch nicht jeden Begriff hier kenne und das Deck habe ich jetzt auch noch nicht wirklich lange. Also hier geht es auf jeden Fall um einen Vermittler, jemanden, der sich hier auch so ein bisschen ähnlich zeigt wie die klassische Form der Justitia, also der Gerechtigkeit, ja. Und auf der anderen Seite derjenige, der hier einen Aufstieg hinlegt, ja. Das ist auch schon mal eine sehr schöne Energie an der Stelle, definitiv. So, schauen wir mal weiter. Ich werde im kommenden übrigens nicht mehr quartalsweise für die Sternzeichen die Karten über meinen Channel legen, sondern habe vor, ein bisschen intuitiver daran zu gehen und auch einfach ein bisschen regelmäßiger und dafür halt nicht mit so einem fetten Batzen mir aufzuladen, weil ich gemerkt habe, dass das für mich, für meine Organisation und auch für meine Intuition doch am Ende ein bisschen anstrengend geworden ist. Weil ich mich da halt auch irgendwie einfach in so eine Organisation reingequetscht habe, die so nicht so ganz passt, ja. So, mal am Rande erwähnt. Eine Doppelmission hast du hier. Also hier fällt das ist aber sehr schön. Also Double Mission, Channeling and Uplifting Humanity. Also du darfst dich wirklich, also wenn wir jetzt hier wirklich schauen auf den Starclimber, ja, also der ist ja wirklich nah am Himmel dran, ja. Da darfst du dich ganz klar verbinden mit deinem, mit deinem höheren Wissen. Und gleichzeitig, wenn du das tust, hebst du auch im Kollektiv diese Energie dafür. Und vielleicht bist du auch jemand, der das dann auch irgendwann nach außen trägt. Ja? Also in Form einer Berufung gegebenenfalls. Ja? Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, dass es hier kommt. So, hier will jetzt anscheinend nichts mehr raus. Kommt auf der Unterseite noch Dance with Life. Sehr schön, also dass du wirklich auch deine Lebensaufgabe annimmst an der Stelle. Interessant auf jeden Fall an der Stelle. Stelle. So, aber gucken wir mal, was da jetzt nochmal genauer bei rauskommt. Also hier wollen die Karten ja wirklich richtig flott raus. Wenn ich nicht gerade parallel was anderes quatsche. Okay, aha, da kommt der Narr, ja. Nee, der Magier. Der Juggler ist das. Vergiss es. Aha, der Magier. Aber der sieht so ein bisschen wie, ähnlich aus wie der Narr, ja. Interessant, ja. Aber das ist eigentlich die Position des Magiers. Und der Ritter der Stäbe. So. So, der Ritter der Stäbe, also der Feuerritter. Aha, also du, ganz klar, wenn du jetzt hier auf jeden Fall auf diesem gewissen Aufstieg auch bist du natürlich aufgefordert, deine elementaren Kräfte zu mobilisieren. Das heißt, auf allen Ebenen in gewisser Weise einen Ausgleich zu haben. Das heißt, dass du im Geiste klar bist, dass du in der Erde, in deiner Handlung klar bist, dass du auch mit deinen Emotionen, mit deiner Feuerkraft, dass du da auch klar bist und beziehungsweise auch mal reguliert an die Sache rangehen kannst, also dass die Energie in die richtige Region reinfließt und vor allem auch mit den Gefühlen, ja, also dass deine emotionale Welt, die ja quasi auch der Steuermann für deine Feuerkraft ist, ja, also wo da wirklich auch diese Power hinten dran steht, da steht ja auch immer so ein Gefühl, eine Emotion hinten dran, dass du auf diesen allen Ebenen so ein Stück weit klar bist, ja, weil hier zeigt sich, du hast das Potenzial, richtig, richtig Feuer rauszuhauen. Hinten, wir sehen auch, hier hast du richtig Spannungen im Feld, hinten so diese Blitze und vorne das Feuer, also hier ist richtig Bewegung, hier ist richtig wie so ein brodelnder Vulkan vorhanden und der möchte natürlich auch in die richtige Richtung gelenkt werden, das ist ganz klar, ja.
Ich habe auf der Unterseite auch hier denjenigen, der auch richtig klar fokussiert ist, ne? Also mit dem Pfeil und Bogen, also auch bewegt sich ja ganz zielsicher und souverän, ja. Also ganz, ganz klar fokussiert, ganz klar ausgerichtet, weiß, wohin die Energie schießt sozusagen, ja. Also da werden keine falschen Kanäle genährt oder sonstig irgendwas. Das geht genau, also das soll ins Ziel treffen, um deinen Stern zu erreichen, um deine Vision, die du vielleicht in dir trägst, wirklich auch zu manifestieren, musst du diese klare Ausrichtung haben, musst du auch die Fähigkeiten entwickeln, all diese Komponenten im Zusammenspiel harmonisch zu verbinden, sodass das auch einfach funktioniert, sodass es läuft. Ja, ja, spannend. Spannend. Friede. Und ich bin. Dazu bist du aufgefordert, mit dir selbst mehr in den Einklang zu kommen, weil irgendwo hast du noch Energien in dir, wo du vielleicht eben nicht so harmonisch unterwegs bist, ja, wo du vielleicht einfach noch diese gewissen Interferenzen vorhanden sind, die dein Feuer auch mal ausscheren lassen, die deine Energie verpuffen lassen, weil du sie einfach oder gar in eine falsche Richtung laufen lassen, wo du dir entweder dann dadurch eine Blockade selbst vor die Nase setzt oder wo deine Energie halt einfach sinnlos verpufft, ja. Das ist sehr unschön an der Stelle. Deswegen achte darauf, dass du mit dir selbst, mit deinen charakterlichen Attributen beispielsweise, dass du damit im Einklang bist, weil du musst verstehen, wir haben alle einen Cocktail an Eigenschaften, an Fähigkeiten, an Vorlieben oder sonstig irgendwas oder Talenten, ja. Wir sind alle sehr, sehr individuell, ja. Und du musst nicht alles in jeder Hinsicht perfekt können, aber du musst mit dem Cocktail, den du hast, musst du halt klarkommen. Also mit dem musst du lenken können. Und deswegen ist hier nochmal die Aufforderung, dass du mit deinen Eigenschaften, mit dem, was du bist, in den Frieden gehst und genau verstehst, warum handle ich so und ja, wie kann ich das vielleicht besser formulieren an der Stelle, ja? Wir haben ja jetzt hier das Tierkreiszeichen des Steinbocks, der zeigt sich ja, je nachdem, was du jetzt für einen Aszendenten hast und sonstig irgendwas, das ist natürlich auch wieder so eine individuelle Mixtur, ja. Aber wenn du jetzt hier unter den archetypischen Vorzügen des Steinbocks, oder ja, nicht nur Vorzügen, aber wenn du unter dieser Energie ganz gut läufst, dann weißt du beispielsweise, dass du ein Mensch bist, der sehr gut in der Erdung unterwegs ist, ja. Der beispielsweise sehr organisiert sein kann, der diese Qualitäten einfach mit sich bringt, also dieser Beständigkeit, ja, auch mal dranbleiben, beharrlich sein und sonstig irgendwas. Auf der anderen Seite fällt es dem Steinbock beispielsweise oftmals schwer, alte Strukturen aufzulösen. Aber das ist oftmals unglaublich wichtig, weil wenn irgendwas abgelaufen ist und du merkst, es ist an der Zeit, etwas zu transformieren, dann darfst du nicht in den alten Strukturen verharren. Da musst du dich selbst erkennen und sagen, okay, ja, auch wenn mir das von meinem Gefühl her vielleicht schwer fällt, das zu tun, weiß ich trotzdem, dass es dran ist und ich gehe jetzt Schritt XY und springe quasi über meinen Schatten, ja, und mach das, weil ich weiß, dass es richtig ist. Also da bist du dann mit deinem Geist klar verbunden, ja, mit der Luft. Wir haben es ja gesagt, alle Elemente wirklich, ja, sodass deine Feuerkraft, und der Steinbock, der hat eine Mordsfeuerkraft, ja, aber der kann sehr frigide teilweise auch werden, wenn der zu lange auf so einer seichten Flamme läuft, ja. Also da ist natürlich die Gefahr da, dass du so ein bisschen abstumpfst, so ein bisschen abflachst, wenn das jetzt so das Thema ist. Ich will das jetzt mal so ein bisschen als Beispiel nennen, ja. Aber das einfach mal, um es zu erklären, wie du lernst oder beziehungsweise wie du dich selbst so ein bisschen einschätzen kannst an der Stelle, ja. Also schau, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo steht mir vielleicht ja, steht eine Veränderung vor der Tür, wo eine Schwäche quasi mich blockiert. Und wie kann ich mich dazu bringen, dass ich das einfach mache? Mache ich das über einen disziplinierten Plan, einfach mit dem Kopf durch die Wand, so nach dem Motto? Mache ich das, indem ich mich emotional dahingehend annähere, indem ich in mich gehe, indem ich mich da wirklich verbinde mit?
was auch immer. Also es gibt jetzt natürlich mehrere Lösungsvarianten für deine persönliche Lebensthematik, die du jetzt gerade hast, ja. Das ist ganz klar. Aber so wäre es jetzt mal anzusetzen, dass du wirklich in diese Reflexion reingehst, was fällt mir leicht, was fällt mir nicht so leicht. Und ja, schau mal da weiter, ja. Weil wir haben es hier schon. Hier sind Ängste angesprochen, ja. Und der Lost Dreamer, das ist typisch für den Steinbock. Der Steinbock hängt ewig lang beharrlich in seiner Erdung drin, obwohl eine Veränderung ansteht und kommt nicht aus dieser Struktur raus. Der läuft, der läuft, der läuft, der läuft, aber der biegt nicht ab. Und das ist das Problem, dass der hat Schiss vor Gefühl teilweise, ja. Also wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst, dann siehst du mir nach mit meiner Formulierung jetzt, ja. Wir haben alle für irgendwas mal Angst, ja, oder Schiss, wie ich es jetzt eben gerade gesagt habe. Aber sieh das jetzt nicht, dass du da halt jetzt, ja, also werte das jetzt nicht irgendwie falsch, wenn ich das jetzt mal einfach so knackig formuliere mal an manchen Stellen, ja. Aber das ist halt so typische Steinbock-Thematik hier an der Stelle. Der ist in seiner Erdung, läuft einfach da sinnlos durch und träumt sich schon in tausend Welten, aber macht's nicht. Und das ist der Lost Dreamer. Der möchte eigentlich gerne und der hat auch Potenzial, aber der macht's nicht, weil er so sehr an seinen Strukturen klebt, ja. Und das ist sehr schade, weil wir haben auf der Unterseite auch noch den Oppressor, ja. Also das sehe ich auch ganz klar hier als das Lebensumfeld in der Thematik, wo du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, wenn du jetzt hier in Resonanz gehst, dass du dich selbst und auch von deinem Umfeld, von deinen Lebensumständen so unterdrücken lässt, dass du hier wie so eine Marionette voll an den Ketten hängst, ja? Also, ja, sieht man eigentlich auch von Weitem, gell? Also das ist deine Thematik. Viel, viel zu viel Struktur. Hier ist eine Veränderung angesagt, ja? Und vielmehr das Verbinden mit dieser sensitiven Seite. Und das ist etwas, was, wie gesagt, dem Steinbock manchmal ein bisschen schwerfällt, weil der halt so rational aufgestellt ist, so, ne? Und viel durchdenkt und keine Ahnung. Aber ne, der Denker, der verliert sich irgendwann, wenn der nicht in die Handlung kommt. Der braucht diese Tatkraft. Der muss auch manchmal bereit sein, sich durchzusetzen, auch mal was aufzureißen, eine Struktur zu zertrümmern, regelrecht, um auch wirklich in diese Freiheit reinzukommen, ja? Weil der ist einfach nur in diesem Träumermodus, weil er davor Angst hat, ja? Und ja, das ist das, ja? Also da darfst du mal ganz klar hinschauen, welche Thematik da für dich sich zeigt, ja? Oder beziehungsweise welche Thematik für dich da gerade aktuell ist. Und das ist auf jeden Fall die Aufforderung, die Handlung in die Tatkraft reinzukommen. Nicht abwarten und Tee trinken und warten, bis du es fühlst. Nicht warten, bis du es fühlst. Nein, du musst manchmal auch ein bisschen klar bei der Sache sein und wissen, dass manche Sachen erst gefühlt werden, wenn sie da sind. Und da, ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeinem vorherigen Orakel mal erklärt, da fällt mir wieder der Begriff des Pathologus ein, ja. Das ist, über den Begriff bin ich vor einiger Zeit mal gestolpert und der hat sich so ein bisschen bei mir festgesetzt in meinem Wortschatz, weil den treffe ich auch öfters mal an, auch in meinen persönlichen Beratungen, dass der ein oder andere gerne wartet und wartet, weil der das Gefühl für diese neue Situation nicht präsent hat. Der kann sich da nicht einfühlen. Da fehlt die Empathie für diese neue Situation, ja. Und das ist natürlich dann auf der Seite für diese neue Situation, die eigentlich in dein Leben kommen möchte, kein Magnet da oder beziehungsweise nur ein schwacher Magnet da vielleicht, ja. Du weißt schon, du bist da unzufrieden, aber der Magnet für dein Sternchen, ja, für deine Vision, der ist ein bisschen mau, der ist ein bisschen schwach, ja. Und verstehe, dass du halt manchmal wirklich erst den Schritt gehen musst, um ins Erleben reinzukommen, damit du merkst, boah, das ist ja wirklich so geil, wie ich es mir von meinem Kopf her vorstellen könnte, auch wenn ich mich da jetzt im Voraus nicht so gescheit einfühlen kann, ja. Das ist wichtig zu verstehen. Manchmal fühlen wir die Sachen erst, wenn sie da sind, so richtig, ja. Und das ist natürlich, wie gesagt, so ein bisschen Charaktersache. Jemand, der eine sehr sensitive Persönlichkeit hat, der spürt sich da auch schon im Voraus rein. Der hat dann vielleicht mit Strukturen ein bisschen mehr Probleme oder sowas, ja. Aber du verstehst, was ich meine. Also da musst du rauskommen. Du bist aufgefordert, hier in die Handlung zu gehen, ja. Und ja, das ist auch nochmal hier so diese Bestätigung dafür. Das ist der dann da halt sich auf den Weg macht in eine neue Geschichte rein, ja.
weil hier fallen schon die Blätter ab, das ist jetzt hier alles nicht mehr so optimal. Ich meine, ich deute die Karten immer intuitiv. Und das ist übrigens auch kein Tarot. Ich weiß nicht, was das für ein Deck ist. Vielleicht sind das Spielkarten. Ich habe es mir ehrlich gesagt gar nicht genau angeschaut, was es genau ist. Das sind so Karten, wo ich mir gedacht habe, die sind coole Bilder dabei. Und es sind wirklich coole da Bilder dabei. Genau. Und hier ganz klar, also da willst du eigentlich komplett raus. Das ist schon okay so da, wo du dich aufhältst, aber es ist eigentlich schon verblüht. Es ist am Verblühen, ja. Und deswegen wag dich einfach auch im Alleingang mit, weil man sieht ja auch diese Person, die hier läuft, die läuft so ein bisschen am Stock, so ein bisschen gebückt. Ja, das ist manchmal belastend, sich aufzuraffen, sich in den Arsch zu treten, zu sagen, ich gehe jetzt den Schritt der Schritte sozusagen, ja. Aber wenn du da an deinem Schlösschen angekommen bist, da kannst du dich ja gemütlich machen, ja. Da kannst du dann das Erleben gehen und das Genießen gehen, ja. Deswegen hier die Aufforderung, wirklich durch die Ängste durchzulaufen, durch die Belastungen durchzulaufen, auch wenn sich scheiße anfühlt und der Visionsmagnet halt über sie schwächlich sich anfühlt, mach es einfach, ja. Mach es einfach, weil dort wirst du echt belohnt werden. Ja, da haben wir hier noch die Geldthemen. Wollte jetzt einfach noch so ein paar Karten ablegen, ja, auch das Konstrukt hier, ne? Und man fühlt sich hier so beäugt, man läuft ja auch so ein bisschen maschinell, ja, also so auf Autopilot sozusagen, ja. Ja, dann siehst du mal hier die andere Seite. Ja, es kommt jetzt hier mehrmals, das ist nochmal die Bestätigung an der Stelle, ja. Auf der anderen Seite haben wir hier die Musik, man könnte das jetzt hier auch nochmal auf diesen Lost Dreamer beziehen, aber das ist das, was ich hier spüre, was sich hier zeigt und auch nochmal genau das Gleiche. Du fühlst dich belastet, aber eigentlich bist du, ne, diese Frau, die trägt so eine krasse Last. Du fühlst dich so, aber eigentlich bist du hier ganz anders. Hier dein Schatten siehst du, da bist du eigentlich jemand, der in einem ganz anderen Modus ist. Hier in der Form ist es jetzt so eine schwangere Frau hier angezeigt, ja, die da so ein bisschen rumpfeift und sowas. Aber auch sehr, sehr kreativ, dieses Musikalische auch. Ah, es geht die Kamera hier aus, ja. Egal, das machen wir jetzt trotzdem noch fertig. Und ganz klar, also du hast ein ganz anderes Potenzial, du spürst es einfach nicht, ja. Und deswegen geh einfach dahin, wo du hingehörst und geh auch einfach in die Fülle rein. Das wird dir gut tun, ja. Auf der Unterseite haben wir auch nochmal so jemanden, der, sieht man das? wo eine gewisse Energie quasi abwehrenderweise vorne steht und hinten sind sogar zwei Menschen, könnte auch noch auf eine Beziehungsthematik anspielen, sind so zwei Menschen im Knast, die sich eigentlich haben wollen und so, oh, und sie kommen einfach nicht aneinander ran, weil hier dieser Soldat quasi vorne steht und das hier beschützt, was ja erwiesenermaßen beschützt werden muss, sozusagen, ja. Also diese Gier halt auch einfach so das Horten dieser alten Energie. Das ist so der Steinbock, der möchte sich ungern von dem, was er mal aufgebaut hat, trennen, weil das war ja natürlich auch vielleicht viel Arbeit oder so. Und es gibt dann auch diese Sicherheit und sowas. Aber es bringt dir nichts, ja. Es bringt dir nichts, wenn es nicht vollständig ist, ja. Also die Veränderung hört halt einfach so wesentlich zum Leben dazu. Und die größte Fülle erreichst du nicht, wenn du in der Stagnation hängen bleibst, ja. Also merke dir, diese Belastungen, die du spürst, das ist das Wichtigste an der Stelle. Das ist etwas, wo du dich einfach mal durchwinden darfst, ja, weil du es einfach noch nicht gelernt hast, in das Gespür eines Erfolgserlebnisses in dieser Thematik reinzugehen, ja. Was auch immer es ist bei dir, du wirst schon wissen, wenn du jetzt hier in Resonanz gehst, worum es bei dir geht, ja. Merke das, merke diesen Begriff, den ich genannt habe, mit dem Pathologus. Du kannst es einfach vielleicht noch nicht richtig spüren, aber es ist tatsächlich der Weg daraus und du solltest nicht warten, bis du es irgendwann spürst. Tatsächlich wachsen die Belastungen auf Dauer in der Regel, ja, in der Regel kann man so sagen, wenn du immer länger in dieser unzufriedenstellenden Position hängen bleibst, bis du eine Schmerzgrenze wahrscheinlich erreicht hast, sodass du dort die Belastung in deinem unvollständigen Leben sozusagen größer sind wie die Angst der Veränderung sozusagen. Aber du musst ja nicht warten, bis dein Blümchen komplett abgeblüht ist, ja? Musst du ja nicht. Wenn du weißt, dass eine Veränderung ansteht, dann gehst du einfach los im Grunde genommen, ja? Also du brauchst Tatkraft, du sollst Feuer entwickeln, du sollst den Arsch treten und du sollst Leidenschaft entwickeln. Das ist so ganz, ganz klar hier diese Ansage, ja? Gut. Das war's, mein lieber Steinbock. So viel zu dem Thema jetzt erstmal. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Ich wünsche dir viel Mut vor allen Dingen, ja.
Und ja, und geh's an, ja, ohne Angst möglichst, ja. Also klar, wenn du die Angst spürst, du kannst sie einfach als Signal deuten und sagen, okay, ich mach's trotzdem, ja. Also was beispielsweise für dich gut wäre, wenn du dir Aktivitäten gönnst, die so einen gewissen Nervenkitzel mit sich bringen, ja, wo du mal aus dir herauskommst. Ich habe dann direkt auch so solche krassen Sachen im Kopf wie Fallschirmspringen, Bungee-Jumping oder sonst irgendwas. Weiß ich jetzt natürlich nicht, wie alt du bist und wie du körperlich aufgestellt bist. Kann natürlich auch was anderes sein. Aber etwas, wo du halt einfach echt mal so ein bisschen mit deinem Nervenkitzel konfrontiert wirst. Ja, du musst mal ein bisschen wachgerüttelt werden. Du bist ein bisschen eingeschlafen, also eingeschlafene Füße sozusagen. Ja, das wollen wir nicht. Weck deine Füßchen auf und mach dich auf den Weg. Ja, in diesem Sinne, alles, alles Liebe für dich und viel Erfolg. Mach's gut. Ciao.